Guten Tag, Alternative für Deutschland. Mein Name ist Michael Adam. Ich bin 56 Jahre alt, seit 22 Jahren verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und ich arbeite als selbstständiger Rechtsanwalt. Ich bin seit 16 in dieser Partei. Ich habe in dieser Partei Ehrenämter und besonders stolz bin ich neben dem Bezirksvorsitz in meiner Stadt auch auf das Amt Regionalvorstand der Christen in der AfD, denn ich bin bekennender Katholik. Ich habe ein sauberes Führungszeugnis und da Ehrenämter noch nicht Mandatsträger abgabepflichtig, was ich aber dann im Falle des Falles sehr gerne machen möchte. Meine Damen und Herren, vor zwei Monaten stand ich bereits auf diesem Podium. Bei den tollen Tagen von Magdeburg, die haben uns ja immerhin 13 Plätze gebracht und so ein wenig habe ich jetzt ein Déjà-vu-Erlebnis. Damals kandidierte ich um Platz 8, nach einer aufregenden Stichwahl, 250 Stimmen, das Quorum nicht erreicht, habe ich dann zurückgezogen und der ersten Dame auf unserer Liste Platz gemacht und auch nach zwei Monaten sage ich eine gute und richtige Entscheidung. Hat aber nichts an den Beweggründen geändert, mich zur Wahl zu stellen. Daher sehen Sie mich hier nochmal vor sich. Ich bewerbe mich, weil ich § 19 Absatz 5 unserer Bundessatzung sehr ernst nehme, wieder das Berufspolitikertum und für Menschen und Kandidaten und Bewerber, die mit Berufserfahrung in Ämter gehen, in Mandate gehen. Ich selbst bin promovierter Europarechtler, verfüge über eine einschlägige Berufserfahrung zu europarechtlichen Themen, insbesondere Energie und Umwelt. Im nächsten Europaparlament, meine Damen und Herren, geht es vor allem um eines. Wir müssen besser sein als die bisherigen Vertreter der Altparteien. Die Altparteien beobachten uns gerne mit redlichen und gerne auch mit unredlichen Mitteln, das wissen wir. Und deshalb sollen Sie heute eine freiwillige Auskunft bekommen, hier aus Riesa. Mit dem Team Meuthen werden Sie nicht mehr spaßen können, wie bislang. Und wichtig, Sie können anreisen, nur um sich Ihre Sitzungsgelder abzuholen, aber wir werden dann da sein und arbeiten. Und dann werden wir die Arbeit verrichten, die für Deutschland endlich geleistet werden muss. Liebe Freunde, seit Magdeburg sind keine Nachrichten auf den Tisch gekommen, die es zulassen, ein besseres Bild von der EU zu zeichnen als zuvor. Die Italiener haben der Kommission die Pistole auf die Brust gesetzt und dürfen nun Milliarden von Euros ausgeben, die sie gar nicht verdient haben. Der französische Präsident Macron hat die Gelbwestenproteste, wir sind gut, hier sind ja auch ein paar drunter, mit Geld erstickt, das er nicht hat, aber hofft, von Merkel zu bekommen und letztlich damit von uns, dem deutschen Steuerzahler. Dazu sagen wir ein klares Non, Monsieur le Président. Die Vergemeinschaftung von Schulden, die Explosion der Haftungspotenziale geht munter weiter. Der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat einen neuen Traum, die europäische Arbeitslosenversicherung. Wieder einer seiner Schnapsideen, die doch nur ein Ziel erkennen lassen. Brüssel will Stück um Stück unseres hart erarbeiteten Vermögens in der EU umverteilen. Hier die klare Ansage aus Riesa: Nein, Herr Juncker, unser Geld bekommen Sie nicht. Liebe Freunde, wir haben uns eine klare Aufgabe für zu Hause definiert. Wir wollen uns unser Land zurückholen. Das sind wir bereit, in den Landtagen, im Bundestag kämpfen wir Tag um Tag darum. Als Volksvertreter in Brüssel wollen wir aber auch das zurückholen, was andere dorthin verschenkt haben, die überhaupt sich nicht Volksvertreter nennen dürften, die eine Schande für diesen Begriff sind. Und wenn alles Geraubte, was sich in Brüssel befindet, dereinst wieder zurück ist, in den Händen der Völker Europas, dann sage ich voraus, dann wird diese Zwingburg der Eurokraten in sich zusammenkrachen, wie alles Faule, Morsche, Unehrenhafte in diesem Kontinent schon immer in sich zusammengefallen ist. Liebe Freunde, auf diesem schicksalshaften Weg müssen wir an eines denken, wir müssen einig sein. Wir müssen einig bleiben. Der Feind steht da draußen und nicht in unseren Reihen.
Reisende soll man nicht aufhalten, das möchte ich nicht sagen. Aber wir sollten uns nicht selbst aufreiben. Wir sollten nicht unseren Gegnern in die Hände spielen. Dann wird die Vision eines Friedrich Merz vielleicht in Erfüllung gehen, die da lautet, wir werden am Boden sein. Pfui, genau, pfui ist richtig. Oder AKK wird zum Symbol der Apokalypse für dieses, unser Vaterland. Das darf nicht sein, aber wir werden es schaffen. Das hat schon mal jemand gesagt, aber der hat es nicht drauf gehabt. Wir schon. Wir werden 4 erfolgreiche Landtagswahlen erleben. Wir werden in 2 Ländern, Brandenburg und Sachsen, die stärkste politische Kraft werden. Dessen bin ich mir sicher. Und wir werden Verantwortung übernehmen, um Veränderungen herbeizuführen. Und die Menschen in diesem Lande ja sehnlichst erwarten. Die Hoffnung für unser Land geht diesmal ausdrücklich vom Osten des Vaterlandes aus. Ex oriente lux, sagte Lateiner. Das Licht kommt aus dem Osten. Und dafür sage ich heute, wir werden unterstützen unsere Freunde in den östlichen Bundesländern, damit das zutrifft, was ich hier prognostiziert habe. Und wenn wir in die Europawahl gehen, meine Damen und Herren, wir werden über 20% holen. Auch das ist unser Ziel. Jawohl. Ich möchte in Brüssel meinen Beitrag leisten. Und deshalb, liebe Freunde, bitte ich um eure Stimme. Dankeschön. Vielen Dank. Dann frage ich, liegen Fragen für den Kandidaten Adam vor? Super, danke schön. Das sind 2 Fragen, insoweit mussten wir nicht auslosen. Das ist zum einen der Kollege Hermann Josef Merting und der Kollege Rolf Weidenhaupt. So, ich schaue mal. Wunderbar, das ist das blaue Mikro. Sie haben das Wort, 30 Sekunden, bitteschön. Lieber Dr. Adam, Sie sind ja auch ausgewiesener Europarechtler. Ich frage mich immer, wie wird wohl das Prozedere aussehen, sollte es zu dem Fall kommen, dass doch ein Dexit notwendig würde? Wie würden Ihre Positionen, Ihre Fähigkeiten in diesen Prozess eingebracht werden? Das würde mich mal interessieren. Danke. Ja, herzlichen Dank. Also die Frage des Dexits, wie das Prozedere aussieht, sehen wir sehr schön an dem Brexit-Verfahren. Da versucht eine Seite, möglichst die Hürden hochzulegen und den Engländern alle Möglichkeiten zu nehmen, da anständig rauszukommen. Das ist schändlich, das ist schändlich. Artikel 50 des Lissabon-Vertrages sagt, der Austritt findet nach den verfassungsrechtlichen Bedingungen des jeweiligen Mitgliedslandes statt. Das heißt, der Austritt muss dann in Deutschland vollzogen werden. Und dafür ist bei uns zuständig der Bundestag, und da sind wir vertreten und werden wir in Zukunft noch viel mehr vertreten sein. Und deshalb bin ich da guten Mutes, wenn es darauf ankommt, dann schaffen wir den Dexit, so wie wir das andere auch schaffen werden. Danke. Danke. Und die letzte Frage, auch hier 30 Sekunden Zeit. Bitte schön. Herr Dr. Adam, was würden Sie, wenn es in Ihrer Macht steht, als erstes in der EU ändern wollen? Ja, das ist schön, wenn man mal eine Wünsch-dir-was-Frage bekommt. Also sehr deutlich den Zirkus mit Brüssel und Straßburg beenden. Also da zieht ja dauernd dieses Parlament von einer Hauptstadt in die andere. Ja, kostet ein irres Geld, kostet Zeit und bringt natürlich dann auch überhaupt nichts wirklich hervor. Straßburg, sage ich ganz klar, wäre mein Favorit in dieser Stadt, die ja nun lange eine deutsche Stadt war, die eine deutsche Kultur hat, hat Goethe gelebt, studiert. Und deshalb können wir auf Brüssel verzichten. Brüssel liegt eh in einem Failed State, Leute. Das muss man deutlich hier aussprechen. Dann bedanke ich mich recht herzlich beim Kollegen Adam. Das war's. Wir haben nur 2 Fragen gehabt. Und Dankeschön. Rufe sogleich den Kollegen Heinz Burghaus zu uns nach.